Jetzt haben wir so viele schöne Sachen gesehen. Jetzt müssen wir auch mal gucken, okay, was sind so aus unserer Sicht die Dimensionen, die dahinter liegen oder was sind die Disziplinen? Diese drei Stück, Information Design, Visual Business Intelligence, Visual Analytics. Also wenn ich hier mit starte, dem Information Design, statische Aufbereitung der Informationen, wie setze ich Farbe ein, was sind so Diagrammtypen, wie designe ich das Ganze, das versuchen wir da alles irgendwie reinzupacken, ist natürlich sehr, sehr viel auch in Excel und PowerPoint zu Hause. Und diese ganzen Regeln, die können wir natürlich dann auch in die Interaktion überführen. Also wenn es jetzt größere Datenmengen, strukturierte Daten für den BI-User, was hier dann das Dashboard-Design oder das Visual Business Intelligence ist. Und dann eben in der letzten Stufe, dass wir sagen, jetzt wollen wir nicht mehr so stark geführte Analysen machen, sondern komplett freie Analysen vornehmen, größere Datenmengen. Da sprechen wir eben hier von Visual Analytics, von der visuellen Datenanalyse, wo natürlich dann auch viele Regeln und Empfehlungen, die wir hier oben getroffen haben, nicht mehr angewendet werden müssen, weil hier ist das natürlich ein anderer Kreis als der hier unten, der ja natürlich ja, viel mehr Expertentum einfach mit sich bringt.